Das Buschinstitut für Arbeitgeberpositionierung unterstützt Unternehmen dabei, sich auf dem Arbeitsmarkt aktiv zu präsentieren. Hierzu gehört zum Beispiel das klassische Employer Branding, aber auch die Beratung innerhalb des Unternehmens, also die internen Prozesse der Arbeitnehmer zu betrachten und sich gleichzeitig zu schauen, wie es möglich ist, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Das bedeutet, was kann ich für meinen Mitarbeiter tun, aber auch, was sind die Wünsche von meinen Mitarbeitern und aber auch von den Bewerbern und der Zielgruppe, die ich eigentlich ansprechen möchte. Vorteile des IoT im Bereich Employer Branding sehen wir grundsätzlich aus Sicht des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers. Hierzu gehören zum Beispiel die Modernisierung von Arbeitswelten, die sich auch an den privaten Konsum von Internet und Technologie anlehnen und hierdurch wesentlich größere Unterstützung und Akzeptanz des Mitarbeiters gewährleisten. Gleichzeitig zum Beispiel ist durch Flexibilität die Möglichkeit gegeben, unterschiedliche Arbeitszeitmodelle einzuführen, aber auch von zu Hause aus arbeiten zu können. Gleichzeitig erleichtert IoT den Arbeitsalltag, indem es zum Beispiel die Präsenzzeit an Maschinen oder zum Beispiel beim Kunden reduziert. Die Instrumente der Implementierung sind sehr vielseitig. Es gibt leider keinen idealen Weg, IoT ins Unternehmen einzubinden, da jedes Unternehmen unterschiedlich ist und seine eigene Kultur und Struktur mit sich bringt. Grundsätzlich bietet allerdings Change Management eine große Vielzahl an Instrumenten, aber auch einen Prozessrahmen, der es ermöglicht, diesen Veränderungsprozess, der gestartet wird durch die Einführung von IoT oder durch die Anwendung von Digitalisierung im Unternehmen, dazu zu benutzen, diesen ideal oder nahezu widerstandslos ins Unternehmen zu implementieren. Wichtig hierbei ist, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen und die Führungskräfte als Sinnstifter mit ins Boot zu holen, um einen möglichst reibungslosen Prozess der Implementierung zu gestalten. Veränderungsprozesse lösen Emotionen bei Mitarbeitern aus. Diese können vor allen Dingen positiv sein, aber auch negativ. Bei negativen Emotionen ist immer die Möglichkeit da, dass Mitarbeiter zu Bedenkenträgern, aber auch zu Widerständlern werden im Unternehmen und besonders gegen den Veränderungsprozess. Hier ist es wichtig zu wissen, was für eine Art Widerstand entsteht und welche Art von Bedenken eigentlich der Mitarbeiter mit sich trägt. Man kann sie in drei unterschiedliche Kategorien unterteilen. Hierzu gehören zum einen die Untergrundkämpfer, die verdeckt den Prozess der Digitalisierung oder die Einführung des IoT ins Unternehmen manipulieren. Diese gehören zu den gefährlichsten, da sie nicht erkannt werden können, beziehungsweise im Untergrund sozusagen arbeiten und andere Mitarbeiter auf ihre Seite ziehen. Die anderen sind offene Bedenkenträger. Diese sind klar sichtbar für die Führung und daher leicht zu identifizieren. Der dritte sind die Immigranten, die aufgrund der Veränderung das Unternehmen verlassen. Wichtig ist es hierbei, Bedenkenträger immer durch Transparenz und Kommunikation abzuholen. Gleichzeitig ist es möglich, sich aber auf Leute zu konzentrieren, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie für oder gegen den Prozess mitarbeiten wollen, und den Raum für Bedenkenträger so klein wie möglich zu halten und die Hörerschaft zu reduzieren. Grundsätzlich ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um IoT im Unternehmen zu implementieren. Wir haben im privaten Bereich bereits gelernt, mit digitalen Geräten umzugehen, sind im Gebrauch des Smartphones sehr konsequent in unserer zeitlichen Einteilung dahinter, aber auch haben gelernt, mit digitalen Medien umgehen zu können. Das heißt, wir können diese gelernten Wissen aus dem privaten Bereich in die Arbeitswelt übertragen und insbesondere Generation Y und Z erwarten dies auch von einem attraktiven Arbeitgeber. Auch der Veränderungsprozess Implementierung von IoT im Unternehmen sollte wohlbedacht sein. Das bedeutet, er sollte grundsätzlich so implementiert werden, dass er das Wachstum der Firma gleichhält mit der Veränderung in der Firma. Meint, dass die Firma insoweit sich verändern darf, wie der Mitarbeiter auch mitgehen kann, um eine gewisse Realitätslücke zwischen Wissen des Mitarbeiters und Anforderungen an den Mitarbeiter nicht zu groß werden zu lassen. Ideal ist es hierbei,
Mitarbeiter auszuwählen, die sehr affin diesem Thema gegenüberstehen und gleichzeitig gewillt sind, so eine Art Testballon zu starten, um gewisse Thematiken oder Technologien in das Unternehmen einzuführen, sie präsent zu machen, Lernerfolge zu erzielen und diese dann auf das Unternehmen auszuweiten. Grundsätzliche Einführung oder das Top-Down einer Entscheidung von der Management-Ebene auf die Mitarbeiter heruntergebrochen, halte ich für etwas schwieriger in der Implementierung, da hier vor allen Dingen Widerstände auftreten können, aber auch potenzielle Fehlerquellen durch das Management gegebenenfalls nicht gesehen werden, die ein gewisser Testlauf im Vorfeld durchaus hätte aufdecken können. Daher raten wir grundsätzlich dazu, immer eine Testphase durchzuführen, die nicht den Arbeitsalltag so stark tangiert, dass er gewisse Widerstände bzw. Produktionseinflüsse hat oder diese Produktion zum Stocken bringt. Veränderungsprozesse bergen auch immer Risiken für ein Unternehmen. Hierzu gehören zum Beispiel der Verlust von Zeit und Geld im Unternehmen, aber auch das Sinken von Produktivität oder Produktionsausfällen. Wichtig ist es, bei so großen Veränderungsprozessen wie der Einführung von IoT Fachwissen mit on board zu haben. Dazu gehört es, die Gestaltung dieses Veränderungsprozesses, aber auch die Kalkulation des Prozesses vorab durchzuführen und die Möglichkeiten mit einzubeziehen, Fachpersonal und Spezialisten mit ins Boot zu nehmen. Insbesondere, wenn noch keine Vorkenntnisse vorhanden sind im Bereich der Veränderungsprozessgestaltung oder bei der Bewältigung von Widerständen, ist es wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, der auch extern ein offenes Ohr für Mitarbeiter zur Verfügung stellt. Hier kann zum Beispiel das Busche-Institut durch jahrelange Erfahrung Ihr Partner sein.